That's New Year's Eve to me. Hope and a great party. Same procedure as every year, James. Same procedure. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll, Presse. Ja, mich stimmt nur nachdenklich, dass er 3 Monate später tot war. Ja. Aber er ist immerhin nicht aus dem Fenster gefallen. Haben sie dem 100-jährige Eier serviert? Ja, er ist da ausgestiegen und hat dann den Marsch auf Peking organisiert und dann... Die 100-jährigen Eier hat er auch dabei gehabt. Ja, das musst du auch erstmal bringen, ne? Hey ho, let's go. Herzlich willkommen zu unserer ganz speziellen Silvester-Sonder-Supersendung. Heute geht das Jahr zu Ende. Ta-ta-ta-ta. Und weil das so schön ist, wollen wir das Jahr mit einem gebührenden Kreis an Verrückten, Gestörten und ein paar Gästen ausklingen lassen. Wir haben aufgefahren, was nur geht. Die Hälfte hat kurz vor der Sendung wieder abgesagt, aber... 3 ganz tolle Namen haben wir um den Tisch versammelt und die möchte ich als allererstes hier in der Ponderosa begrüßen. Und zwar natürlich Ladies First, die allseits beliebte und gefürchtete Annegret. Hallöchen. Und die Haare verkuddeln sich gerade mit dem Mikrofonkabel. Ihr kennt ihn als kein Friseur. Hallöchen. Moin. Und dann, es ist mir eine ganz besondere Ehre, unser Gründungsmitglied Karl Arsch, nein, er heißt Karl-Heinz Ballermann, endlich mal wieder zurück hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, moin, schön, dass ich hier bin. Richtig, da war doch was. 16, 17 Folgen hast du denen gebracht, dann bist du gegangen, vom Erfolg verwöhnt. Genau. Hast dich versucht, mit einem Podcast, den keiner kennt, selbstständig zu machen. Und es geschafft, noch unerfolgreicher zu sein als wir. Schön, dass du da bist. Und dann natürlich auch die allseits bekannte Runde. Nehmen wir mal den armen kranken Hasen hier zuerst. Per Zoom zugeschaltet. Prolo Ferrari. Mahlzeit. Ja. Und dann mir gegenüber sitzt heute der Herr Sammer. Gut moin, gelaunt. Moin, moin, moin. Mit Blubberwasser, was er gleich wahrscheinlich wieder lauthals trinken wird. Und zu meiner Rechten, wie so oft, Beef Rogers. Hallöchen. Und Beef, jetzt musst du mal direkt sagen, du hast hier gerade schon gekocht, ja, auf der Ponderosa den Hopsing gegeben und sowas mit Eierlikör passt gezaubert. Ja, passend zum Jahresausgleich. Ja. Was ist das denn da? Das ist gar nicht so kompliziert. Also das nennt sich Bombardino. Ich kenne es aus Südtirol. Das ist im Prinzip so eine Eierlikör-Variante mit Sahne obendrauf. Ist ein ganz leichtes Getränk. Okay, da frage ich doch einfach mal. By the way, the same procedure as last year, Miss Sophie? Same procedure as every year, James. Same procedure as every year, James. Okay, okay, also Skull. Das kommt auch gleich noch. Da würde ich sagen, in diesem Sinne, ja. Prost. Schmeckt Prost. Und riecht hervorragend. Und 2 Punkte auf der Weight Watchers Skala, ne? Von 2. Wer hat das denn behauptet? 2 Punkte? Ich weiß gar nicht, wie viel man da essen darf, aber da muss man auch so Punkte essen. Aber ich glaube danach... Punkte schmecken ja gar nicht. Also ich weiß aber... Jetzt gib dem Sammer bitte mal das Wasser weg und gib dem auch so ein Ding. Das ist ja nicht auszuhalten. Was ist los? Ja, was haben wir denn eigentlich heute vor, außer uns gegenseitig beleidigen und so ein bisschen leckere Sachen trinken? Wir müssen ja Silvester, das Jahresende feiern. Richtig. Ja. Und wie macht man das? Mit polnischen Schwarzböllern. Zurück. Die Schwarzböller, da kannst du dir gleich den Arm mit wegsprengen. Das gibt's dann als TikTok und sonst was Real zu sehen. Das Ende von Karl-Heinz Ballermann. Er ist sich für nichts zu schade für den Erfolg, aber vorher wollten wir ja so ein bisschen... Von letzten Jahr von Berlin noch toppen wahrscheinlich. Also. Ja. Nee, genau, wir wollen doch noch irgendwie zurückblicken. Das ist so im Groben der Plan für heute und der Beef hat so schön schon vor Wochen gesagt, wir wollen zurückblicken und dann komplett eskalieren lassen. Ja, ne? Du hast ja eine Eskalation hast du angekündigt. Ja. Wahrscheinlich der Grund, warum so viele Leute, wir wollten ja eigentlich alle Gäste aus dem ganzen Jahr einladen und irgendwie hatten die dann peu à peu was vor oder Corona, total unverständlich, wahrscheinlich Weihnachten zu viel gekuschelt und so, aber kommt halt mal vor. Wir haben sie alle angefragt, sie lassen alle schön grüßen.
Manche hatten Terminprobleme. Ich weiß nicht, wie man heute ein Terminproblem haben kann am 31.12., okay. Aber Anfänger halt. Ja. Aber wir haben, glaube ich, genug dabei und vor allem zu saufen gibt es hier ohne Ende, habe ich das Gefühl. Also Bier aus Korsika und Bombardino aus wo auch immer. Immer noch Südtirol. Naja, bin ich zugehört. Und geht schon wieder los. Erzählt doch mal. Jetzt mal so, ich kann hier nicht die ganze Zeit den Laberhannes machen. Ich muss Bombardino trinken. Was ist denn für euch das Jahr 2023? Ja, wie war denn Weihnachten für euch? Wie immer sehr schön im Kreis der Familie. Und Annegret, sag du doch mal, du bist so ein Familienmensch. Das ist eine Woche her, da habe ich vergessen. Viel gegessen, viel getrunken. Jans. Ja. Nee, Hirschjulasch, ja. Der war lecker. Hirschjulasch. Ja, das, wunderbar. Das Wetter war auch so gut. Weiße Weihnachten, ne? Aber nicht hier in Südtirol nur. Ich habe schon wieder alle Geschenke umgetauscht. Also damit bin ich auch schon wieder durch. Ja, dann kann das ja neue Jahr beginnen. Und bei dir so kein Friseur? Ja, war super. Ja, was soll ich sagen? 2023, komm, in einem Wort. Dankeschön. Ja, da kann ich kann aber was Trauriges sagen. Ihr wisst ja vielleicht, ich habe in der letzten Sendung erzählt über die Druckerei, in der ich gearbeitet habe. Da haben die jetzt alle Leute rausgeschmissen von einem Tag auf den anderen. Das Druckzentrum in Köln gibt es nicht mehr. Von der AI übernommen oder andere Gründe? Das ist aus, die haben nicht mal rote Zahlen geschrieben, die haben schwarze Zahlen geschrieben, aber da die tarifgebunden sind, haben sie sich gedacht, wir drucken jetzt den Kölner Stadtanzeiger in Koblenz und den Express. Und das war ja am 3. Oktober, war ja Tag der Deutschen Einheit, da war Feiertag, da haben die Leute alle frei gehabt und dann kamen die zur Frühschicht und dann haben die denen gesagt, so, ihr könnt eure Spinde leer räumen. So war das. Ja, das war arschig. Das ist total arschig, ja. Und ich jetzt, war. Aber ernsthaft jetzt, also. Ernsthaft. Aber morgens quasi, die kamen zur Arbeit ganz normal und sagten, jo, genau. Das war's dann. Ja, genau. Also, das muss eigentlich schon viel länger vorbereitet gewesen sein, aber die haben dir nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, scheiße. Noch nicht mal die Gerüchteküche hat gebrodelt. Nicht mal die Gerüchteküche, nicht mal der Betriebsrat wusste Bescheid. Oder der Chef hat den Furz quer, ne? Aber, und Kündigungsfristen irgendwie so weit gewinnt ja, nicht, die oder haben was? Die haben die noch bezahlt wohl, denke ich, bis Dezember. Freigestellt, oder? Freigestellt nannten die das und da ist auch noch kein Sozialplan erstellt worden jetzt und so. Also es ist richtig übel. Also ich leide da auch richtig mit den ehemaligen Kollegen mit. Das hat mich ziemlich fertig gemacht. Das fand ich hätte auch nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, wenn eine Druckerei zumacht, machen alle zu, aber nicht der Kölner Stadtanzeiger. Aber dass sie das Druckzentrum schließen. Und ich finde das gut, dass ich das hier sagen kann, weil das wird öffentlich gar nicht so bekannt gemacht, weil die ganzen Radio- und Fernsehsender, die gehören ja alle Dumont zum Teil hier im Kreis und auch die Zeitungen und darum berichten die darüber nicht. Und darum wollte ich das doch ganz gerne mal gesagt haben. Hier. Ja, ich sag dazu auch mal was. How dare you? Ja, genau. Ja, also Riesensauerei. Riesensauerei. Schweinerei des Jahres jetzt schon? Jetzt schon. Du setzt mal hier den Negativ Pfosten oder Pflock. Wir sind mal in Köln halten zusammen und so. Ja, ich merke nichts von. Also fand ich scheiße. Aber in Koblenz gab es auch eine alternative Druckerei, die muss ja dann schon irgendwie. Die sind nicht tarifgebunden. Das sind alles Leiharbeiter und da ist auch schon zwei, dreimal die Zeitung nicht rausgekommen. Aus technischen Problemen. Das hat es in all der Zeit in Köln nie gegeben. Die Zeitung ist immer rausgekommen. Aber hat es denn dann einer gemerkt überhaupt, dass der Stadtanzeiger aber nicht erschienen ist? Oder ist es keinem so richtig aufgefallen? Doch, das ist aufgefallen. Und dass er woanders gedruckt wird, fällt auch auf, weil er jetzt ein anderes Format hat. Der ist jetzt viel größer. Also dieses Tabloid-Format haben die nicht mehr? Weil das war eigentlich immer so. Die haben nicht ein halbes Berliner Format, sondern die haben jetzt, glaube ich, Berliner Format. Die wollen einen auf Zeit machen. Ja, keine Ahnung. Ja. Aber ich würde sagen, der Unterschied liegt nicht nur im Format. Nee, wohl nicht. Nee, aber da fällt es halt eben auch auf, ne? Dass die Zeitung anders aussieht. Ja, das mein Beitrag. Aber da bist du ja richtig hier auch an der richtigen Plattform gelandet, um mal Dampf abzulassen. Genau dafür sind wir da, ne? Genau. Wir sind ja auch so der federführende und meinungsbildende Medienpodcast geworden im Jahr 2023. Und das ist morgen viral, sag ich dir direkt. Ja, kritisch, unabhängig, hart. Ja, und regional. Und die Geschäftsführung von Dümer Schauberg wird gehen. Also die werden sich ganz schön umgucken. Ja. Die werden sich sogar entschuldigen. Ja. Auf jeden Fall. Das wird die Schlagzeile am 01.01.24 werden. Genau, ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Ja. Kein Friseur redet Klartext. Müsste sie alle erschlagen.
Ja, aber mal ernsthaft, als ich hier über die Sendung nachgedacht habe, so, wir haben ja vorher besprochen, ne, was war 23 und mediales Highlight, da ist mir erstmal aufgefallen, dass es ein Scheißjahr war. Also ich bin tatsächlich dann auf, ich glaube, RP online geraten, wo ich mal so eine Art Dia-Show irgendwie 90 Highlights des Jahres durchgegangen bin. Ja, sie liest aber nicht alle vor, weil dann ploppen uns die ganzen Geschichten ich weg. Ich fange mal jetzt an, genau. Nee, aber von den, weiß nicht, 93 oder so, da waren 90 negativ. Ist nur Scheiße gewesen. Also da fällt einem nicht viel ein, aber ich habe die zwei Highlights, die für mich auch welche waren, dann noch rausgezogen. Positive Highlights? Oder? Für mich positive, nicht für jeden. Ja. Also FC. Okay. Na, der FC ist eine Dauerkrise. Ja. Ja gut, aber darüber wollen wir hoffentlich nicht reden. Das werde ich mich dann doch nach dem Tiefschlag noch ein Kaliber wieder. Das ist auch Köln, auch Untergang und so weiter. Das Schöne ist, dass der FC ja nicht absteigen wird. Denn sie haben ja allerbeste Aussichten. Da werden eine Bombenrückrunde spielen und überhaupt. Prollo. Wie ist denn mit dir? Hier, du hast schon den Schlafs an den Augen, ich sehe das. Ja. Jetzt täusch mal keine Krankheit vor. Du musst hier auch ein bisschen was arbeiten. Ja, ich hab jetzt auch die 90, 93 Highlights, die der Samer gelesen hat, da habe ich auch durchgeblättert. Mein Highlight ist auch drin irgendwo in der Mitte. Ich würde das jetzt mal als neutral einstufen. Wollt ihr da mehr drüber wissen? Ja, also ich weiß nicht. Wir können ja mal damit einsteigen. Steigen damit ein. Ich zitiere mal Joe Biden, den kennt ihr, ne? Mhm. Mit den Worten: Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich bin nicht überrascht. So, das hat er natürlich auf Englisch gesagt, er kann ja gar kein, ne, wisst ihr? Und ja, worum könnte es sich denn handeln? Überlegt mal, wer so die letzten Monate, im letzten halben Jahr so Flugzeug geflogen ist in Russland. Ah, ja. Ich erinnere mich. Prigozhin. Ich kenne den Mann nicht privat, auch wenn man das vielleicht meinen könnte. Nichtsdestotrotz war das so eine Art Highlight für mich in dem Sinne, dass es echt, also diese komplette Geschichte mit, weiß ich nicht, Butterfahrt nach Moskau und Agenten und hinterher unter Abschießen vom Himmel geht's dann auch nicht. Das, finde ich, war so eine Agentengeschichte oder so eine ganz mysteriöse Sache, die man wahrscheinlich, wenn überhaupt, in 30, 40 Jahren die Hintergründe erfährt. Und das hat irgendwie so James Bond, Kalter Krieg Vibe für mich. Und wie ihr ja sicherlich wisst, der Herr Prigozhin, der war ja, hatte ja so eine kleine Privatarmee da am Laufen. Oder die Armee gibt es dann leider immer noch. Und ja, plötzlich ist er dann runtergefallen und Putin hat dann ja noch Blumen gespendet. Am Absturzort kamen dann wirklich auch die Sympathisanten und haben neben Blumen und Kerzen auch den einen oder anderen Vorschlaghammer abgelegt zum Gedenken. Weil das ist jetzt nur so mittelwitzig. Vorschlaghammer sind offenbar eine Referenz auf die Methode der Wagner-Gruppe, Verräter oder diejenigen, die sie für solche halten, mit Vorschlaghämmern hinzurichten. Also letztendlich ein Typ, der es, mit dem man, glaube ich, auch kein Mitleid haben braucht. Aber diese komplette Geschichte hat mich doch in gewissem Sinne fasziniert. Ja, es ist halt tatsächlich wie in einem Film, ne? Ständig fallen irgendwelche Regimekritiker aus dem Fenster irgendwo und schon in den letzten Jahren werden selbst im Berliner Tiergarten Leute hingerichtet und vergiftet und sonst was, überall auf der Welt. Also das ist schon echt eiskalt, was er da durchzieht. Ja, also kann man ja nicht anders sagen. In dem Wikipedia-Artikel zu dem Absturz gibt es auch so ein, ist direkt verlinkt, Todesserie russischer Unternehmer, Politiker und Staatsbediensteter. Und das ist ein schönes Stell-Dich-Ein, da sind auch reichlich Fensterstürze dabei. Also die Leute sind echt ganz schön tollpatschig, muss man sagen. Also Reichtum Ups. Macht tollpatschig. In Russland wird viel geflogen. Zumindest in Russland. Und schwupps waren sie weg vom Fenster. Ja, genau. Was ich bei der Geschichte auch noch so bitter fand, ist, dass man ja
fast ja mit Prigozhin gelitten hat. Und der war ja nun auch kein Guter. Also das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, man ertappt sich ja selber dabei, dass man da irgendwie denkt, dass da denke ich jetzt, na, vielleicht kommt, schafft er das ja doch irgendwie, aber es ist letzten Endes auch der Falsche. Also ganz grässlich. Ja, aber tatsächlich hat man, als er da auf Moskau marschiert, das haben wir ja hier auch im Podcast dann damals kurz drüber gesprochen, hat man ja auch gedacht so, ja, wer weiß, wofür das gut ist. Ich glaube nicht, dass er unbedingt die Ukraine der die Hand reichen wollte, wenn er gewonnen hätte. Aber ich denke, im Nachhinein erweist es sich auf jeden Fall als Fehler, dass er den Marsch abgebrochen hat. Also den Tod hätte er auch kurz vor Moskau haben können, wäre dann so als großer Held in die Geschichte eingegangen. Wahrscheinlich Freiheitskämpfer, Revolutionär, schieß mich tot, hat sich dann da einlullen lassen. Und hast du das recherchiert, wie viel Wochen später er dann vom Himmel gefallen ist? Es war nicht so viel, ne? Erst war er verschollen. Es war eine Weile, ja. Also es war jetzt paar Wochen nicht so später, unmittelbar. Aber. Ja, man hat ihn erstmal in Sicherheit gewogen. Ja. Dann durfte er noch irgendwo sein Bargeld in Moskau abholen, habe ich mal gehört, um seine Söldner zu bezahlen. Und dann ist er dummerweise ins falsche Flugzeug gestiegen. Ja, ich glaube, das Flugzeug war gar nicht das falsche. Also angeblich wurde da drin irgendwie eine losgegangene Handgranate gefunden. Auf Telegram, wo wir ja alle unsere super Insider-Infos finden, da wurde einer von den Prigozhin-Kanälen, da wurde gesagt, das Ding ist von der Flugabwehr abgeschossen worden. Ich vermute, es ist irgendwas dazwischen. Ja, einfach so abschießen, das wäre, glaube ich, nicht so stilvoll. Was irgendwie die Sache, also das ist ja alles nur so mittelwitzig, ja, aber da, man sieht halt auch, dass so Kollateralschäden in welcher Form auch immer einfach keinen interessieren. Also erstmal muss das Ding ja irgendwo runterkommen. Und dann war der Typ ja nicht alleine da drin, da waren ja 10 Leute. Ja, und also irgendwie 3 Besatzungsmitglieder, noch 2 Leibwächter, wo man, die haben halt einfach die Arschkarte gezogen, ja, zur falschen Zeit am falschen Ort. Und das, ja, ich glaube, zu der Zeit hätte ich mich jetzt auch nicht freiwillig gemeldet, um mit Herrn Prigozhin eine Flugreise zu machen. Also wenn ich glaube nicht, dass die Wahl gehabt hätte. Alle freiwillig da waren. Und ich würde mich gerne als Pilot bewerben. Ja gut, was willst du machen, ne? Alle hoffen irgendwie, dass es für sie gut ausgeht. Ja, Mann, scheiße, ist die Stimmung im Keller. Ja. Ist der denn wirklich tot? Ja, das ist die Frage. Ja, das sehen wir dann. Ja. Also ich habe das auf jeden Fall auch gefeiert, dass der Typ die Biege gemacht hat. Weil ich habe mir echt mal vorgestellt, der ist ja immer ausgeflippt, der Typ, ne? Und stell dir mal vor, der hätte jetzt irgendwie Moskau erreicht, ja? Und der hätte dann die ganzen schönen roten Knöpfe bedienen dürfen mit den Atomsprengköpfen. Also im Ergebnis kann ich damit leben, muss ich sagen. Also lieber Putin als den Typen, ja. Das kann man so sehen, ja. Niveau ist niedrig mittlerweile. Pest und Cholera, so klassisch. Soll ich die Stimmung mal wieder heben mit einem Highlight? Ja, bitte. Mit einem Highlight und pass auf, jetzt machen wir hier wieder fröhliche Raterunde. Ihr kriegt es bestimmt raus. Das ist morgen ein Jahr her. Also am 1. Januar. Bingo. 23. Es ist sogar in wenigen Stunden ein Jahr her. Um es noch spannender Silvesternacht. Silvesternacht. Und die war doch auch scheiße mit den ganzen Übergriffen auf Sanitäter und so weiter. Nee, was war denn da noch? Wir haben es im Podcast gehabt. Die Verteidigungsministerin, die da durch die gehen musste, hatte ich ja vorhin schon drauf angespielt. Was? Auf das Video. Ja, auf das Video. Das Lambrecht-Video mit dem Silvesternacht. Ach so, was nicht shit, jetzt habe ich das wahrscheinlich nicht mehr hier drauf. wo sie vor dem Feuerwerk steht und kein Mensch versteht sie. Ja, dumm gelaufen. Also definitiv ein absolutes mediales Muss. Sie steht da, sie gestikuliert ja auch noch so mit den Armen und kein Mensch hört irgendwas. Ja. Ja. Ja, also das war mein erstes, ich hab 3, aber dafür 3 kurze, das war mein erstes mediales Highlight. Ja, ich glaube, der Brollo war aber noch nicht ganz fertig. Ich war noch nicht so 100%. Wollte noch einen Witz erzählen. Ich wollte noch einen Witz erzählen lassen. Da habe ich ja Personal für, in dem Fall den albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama, der kurz nach der Sache mit dem Flugzeug ja in Slowenien auf einer Podiumsdiskussion war und einen kleinen Scherz zum Besten gegeben hat. Ich denke mal, wir spielen den einfach ganz ab. Der lohnt sich. Okay. Für die Englisch können. Na dann, ab dafür. I don't know if you heard about
Russia having this negotiation to change, to unify the clock, because they have 9 hour difference from one part of the other of the country. And the Prime Minister went to Putin and said, Mr. President, we have a problem. I sent my family in holiday and they, and I called to tell them good night, and it's already morning, they are in the beach. I call Olaf Scholz to greet for the anniversary, and they say it's tomorrow. Yeah. I call Xi Jinping for the new year, they say it's already, it's still the old year. And Putin says, yeah, it happened to me. I called Prigozhin family to say sorry for your loss. The plane was not taking off yet. Ja, so ist es. Ja. Schwarzer Humor, aber sehr geil. Ja. Vor allem hat er das vor der Weltöffentlichkeit ja damals erzählt. Was war das? Welche Ratsrunde? EU oder? Hier steht 18. Strategische Forum von Bled in Slowenien. Okay. Na, jedenfalls vor Medienvertretern vor aller Welt. Geiler Typ. Geiler Typ. Ja, das war Putin, Prigozhin und der Kölner Stadtanzeiger. Ja. Wie können wir die Stimmung heben? Ich würde sagen, meistens, lieber, du kennst das noch nicht, lieber Ballermann, heben wir die Stimmung hier so. Alleine mit dir, zwei Worte. Ein Bier. Du hast ja auch was mitgebracht aus Korsika, was du uns schon ein paar Mal in unserem Chat, in dem du natürlich immer noch Ehrenmitglied bist, angeteasert hast. Und heute ist es soweit. Heute ist es soweit, ja. Wird verhaftet. Ich habe euch die Petra mitgebracht. Also in Fachkreisen nennt man die auch Pietra. Ein Bierchen aus Korsika, aus oder von, keine Ahnung, ist ja eine Insel, ne? Egal. Auf jeden Fall wird das mit Mehl von den Kastanien, also Kastanienmehl gebraut. Und das schmeckt total interessant. Wollt ihr mal probieren? Ja. Ja, hallo. Das ist mega lecker. Ist ja zum Glück auch schön klein. Das hat auch zu der Entscheidung beigetragen, dass ich vielleicht meinen Altersruhesitz auf diese Insel verlege. Ach, so gut fandst du das da. Du warst doch aber im Jahr, wenn man das so sagen darf, 2023 auch auf Mauritius. Da war ich auch. Da war ich auch. Und würdest du deinen Altersruhesitz eher nach Korsika oder eher nach Mauritius verlegen? Ja, definitiv würde ich das nach Korsika verlegen. Weil Mauritius ist ja eigentlich langweilig, außer die schönen Strände, aber die hast du irgendwann durch, ne? Und Korsika hat halt echt was zu bieten. Also Strände und hohe Berge, gutes Essen, wenn dir der Nachbar auf den Sack geht, auch gute Messer. Also alles, was das Herz begehrt, ne? Ja, Mackie Messer. Und die haben sogar Skigebiete, wusstet ihr das? Korsika, die haben auf jeden Fall hohe Berge. Hohe Berge, die haben drei Skigebiete, jetzt nicht so riesengroß, ja. Also Österreich braucht jetzt irgendwie keine Angst zu haben, aber das war trotzdem ziemlich cool. In Michigan, wo ich Austausch war, hatten wir auch ein Skigebiet, das hieß Sugar Hill. Da sind wir Ski gefahren, Sugar Hill. War das auch sowas oder waren das richtig, richtige Berge? Nee, richtige Berge. Also ich glaube 2000. Die sind doch relativ hoch da. 2700, 2300, ja. Keine Ahnung. Ja. Die haben tatsächlich, ich war auch schon mal da und das ist wirklich cool. Also das ist in der Inselmitte quasi, geht es ziemlich hoch. Gibt es auch ein paar ernsthafte Wanderstrecken und sowas. Also das ist jetzt wirklich nicht nur ein bisschen Badetourismus oder sowas. Nee, genau. Also Freund von mir, der ist auch mal diesen, wie heißt der denn noch, GR20 oder R20? GR20, da ist so ein ganz berühmter Wanderweg durch die ganze Insel da. Den ist er auch gewandert vor ein paar Jahren und dann waren die dann mit Blutblasen nachher unten am Strand und auf einmal fiel oben so mitten im Sommer Schnee und da sind dann auch so ein paar Leute ums Leben gekommen, weil einfach Wetterumschwung, ja. So ein Wetterumschwung, also echt eine krasse Landschaft, also echt mega. Das ist, war jetzt natürlich kein wirkliches Medienhighlight, ne? Ich glaube, darum geht es ja hier auch ein bisschen. Ja, du kannst auch mal was Persönliches erzählen. So. Ja, ansonsten. Kommt ja bald das Reality-Format raus, ne? Ach, das auch. Ja, Ballermanns, was war das hier? Wie heißt das, diese Auswanderserien immer? Die Auswanderer. Deutschland. Die Deutschland. Ja, irgendwas, ne? Goodbye Lenin. Goodbye Deutschland. Ja. Aber wir können ja hier jedenfalls sagen, Ballermann ist überall. Oder? Goodbye Ballermann. Ja. Goodbye Ballermann, auch schön. Ja, man kann ja auch zu Korsika Mediales durchaus finden. Da gibt es ja auch sehr explosiven Käse. Also nicht exklusiv, sondern explosiv. Ja. Und da konnte man ja schon bei Asterix und Obelix lesen, ne? Ja, eben. Ja, genau. Und nee, also
tolles Land, also Land, tolle Insel. Insel. Und mega. Tolles Bier. Tolles Bier. Cheers. Ja, hier ist erstmal, ne? Prost. Zum Wohle. So, dann muss ich aber noch mal fragen hier, Annegret, womit können wir dich denn noch glücklich machen? Soll der Beef noch mal ein Bombardero? Ist alle. Das war tatsächlich, war nur die eine Runde. Geiz ist geil. Ich habe nur eine Flasche gehabt. Also erst anfixen. Ich kann dir auch, ich habe Eierlikör, hätte ich noch. Möchtest du noch mehr? Eierlikör? Eierlikör ist immer gut. Eierlikör schon. Ja. Okay, Moment mal. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Dann aber erzählt doch noch einen Schwank aus eurer Jugend oder irgendwie ja, das nächste Media. Ja, das Hammer, der macht Druck. Wir haben ja, ja die Uhr tickt, ne? Mitternacht naht. Also, ich hätte tatsächlich noch ein mediales Highlight. Also, dazu eine Erweckung, muss man sagen. Ne? Eine Erweckung. Ja, wirklich. Ich gucke da irgendwelche komischen YouTube-Videos oder so und auf einmal sehe ich eine Werbung für Cocaine Bear. Ja, geiler Film. Mega. Also die Geschichte ist Cocaine Bear. Ja, ja. Das hat tatsächlich wohl einen reellen Hintergrund, ne? Ja. Dass da irgendwann mal ein Flugzeug lang geflogen ist, hat das Kokain aus dem Flugzeug geschmissen und ein Bär hat das Zeug gefressen. Und das war so ein bisschen der Aufhänger für die Geschichte. Und das ist einfach endcool, weil dieser Bär ja dann eben auch sozusagen kinofilmtauglich, wie er das dann halt auch frisst, dieses Kokain vernascht und sich dann über die Leute hermacht. Ne? Und also ein absolut sehenswerter Film, mega. Der hat sofort meine Stimmung. Der echte Bär ist direkt gestorben. Ja, der ist direkt gestorben. Ja. Aber die Idee war natürlich cool. Ja. Aber ja, blöder Film wäre relativ früh zu Ende gewesen. Ja. Da ist irgendwie dann ein kurz dran drehen. Also kann ich jedem nur empfehlen, Cocaine Bär gucken. Ja, hört der auf? Tele 5? Ich glaube, der ist noch zu jung. Der ist erst 2023 rausgekommen. Ich habe den Trailer tatsächlich gesehen. Also Tele 5 gucken wir nicht, weil das ist ein Bumssender. Ja, eben drum. Bums. Ja, der Beef sagt immer, er kann ja keine Bumssender gucken. Ja, genau. Leute, Weihnachten sind bei mir noch ein paar Lebkuchenherzen übrig geblieben. Ich schmeiße die meine Runde. Ich habe tatsächlich auch welche mitgebracht. Bei uns sind auch nicht alle weggegangen. Was ist denn los? Ja, wenn die schon im August in den Regalen liegen, ja, dann kann man sie irgendwann auch nicht mehr sehen. Ne? Hast du den Renfield gesehen, den Vampirfilm? Nee, leider nicht. Wie heißt der? Renfield. Der ist total geil. Nicolas Cage? Genau. Der jedet noch. Ja. Hätte ich nicht gedacht, rangegangen an den Film. Aber er hat da jetzt. Mein Bier! Aber er hat gesagt, dass er jetzt aufhört, glaube ich. Ja, ja. Womit? Ja. Mit dem Saufen? Nee. Mit dem Schauspieler, da hat er schon lange aufgehört, der macht trotzdem noch Filme. Hat er schon die goldenen Himbeeren? Ich sehe gerade, du hast auch ein Foto von Nicolas Cage auf deinem Tablet. Ach, auf dem Tablet. Nee, das ist tatsächlich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, wie ich von Cocaine Bear und Renfield die Überleitung hinkriegen soll. So richtig elegant wird das nicht. Darf ich vielleicht ganz kurz dir noch ein bisschen Bedenkzeit geben? Weil ich wollte das, ich habe ja gerade der Annegret hier Eierlikör geholt und zu dem Kokainbären. Ich habe das irgendwo im Hintergrund, habe ich das schon mal gehört oder über diesen Film. Aber das ist so klassischerweise, wenn ich das höre, da brauche ich nicht mehr zu wissen, dann würde ich sofort ins Kino gehen. Das ist so, yes. Das ist genauso wie der Hank Frank immer mit diesem Rubber in irgendeiner Folge mal erzählt hat. Immer wenn ich jetzt irgendwo ein Autoreifen lose rumstehen sehe, muss ich an diesen Film Rubber denken, den ich leider noch nicht gefunden habe. Aber das ist doch geil. Ein Autoreifen überrollt einfach Menschen oder ein Kokainbär. Der Killerreifen. Das ist doch geil, sowas. Ja, also, Beef, ist dir jetzt was eingefallen? Ich hatte schon die ganze Zeit, war mir das eingefallen. Ich habe das ja sogar gelesen. Ich habe auch einen Artikel dabei, deswegen, ich weiß nur nicht, ob das jetzt so richtig elegante Überleitung ist, weil es ist tatsächlich eine Spur seriöser. Also, aber für mich war die Nachricht, ich habe lange überlegt tatsächlich, was so für mich die Nachricht war. Ich habe zwischendurch anhand der vielen negativen Nachrichten, habe ich mir tatsächlich auch die App runtergezogen, Good News, wo grundsätzlich nur gute Nachrichten irgendwie verbreitet werden. Das hilft manchmal, wenn man da so ein bisschen im Tal hockt und denkt, oh, das ist aber alles scheiße jetzt hier. Und genau, und was ich tatsächlich noch mitgenommen habe, was für mich eine gute Nachricht war, das habe ich jetzt auch in verschiedenen Artikeln gefunden, weil darüber berichtet wurde, da geht's um Margot Friedländer. Ich weiß nicht, ob irgendjemand den Namen schon mal gehört hat irgendwie. Die ist 102 geworden und ist immer noch aktiv im Sinne von, dass sie an Schulen und so weiter unterwegs ist und dort dann immer wieder
ja, Jugendlichen, Schülern, Schülerinnen etc. berichtet von der Zeit, als sie während des Nazi-Regimes verfolgt wurde und da dann entsprechend auch alles Mögliche erlitten hat, ihre Familie zum großen Teil in den verschiedenen KZs gestorben ist und sie trotzdem, und das ist eben das für mich das Positive, sie trotzdem einen positiven Blick auf die Menschheit hat. Das ist so für mich die Nachricht dabei. Also sie ist immer noch positiv, sie hat lange in New York gelebt und ist aber dann im Alter von 88 wieder zurück nach Deutschland gekommen, weil sie einfach sagte, nee, ich möchte jetzt hier versuchen, einfach noch ein bisschen Positives unter die Leute zu bringen und gerade unter die Jugend, um das einfach so, diesen Nicht-Hass in Anführungsstrichen zu verbreiten. Und das finde ich, ist für mich so die Nachricht, dass sich Menschen auch in so einem wirklich hohen Alter dann einfach noch diesbezüglich unterwegs sind und da einfach zugange sind. Das finde ich sehr bemerkenswert. Und wenn ich dann eben in dagegen halt im Prinzip dann sehe, wie dann, wie soll ich es jetzt nennen? So ein Miststück wie Alice Weidel, in der Kamera rumsalbadert, dass sie dann irgendwie meint, ja, also sie würde den 8. Mai nicht feiern quasi, weil da wäre ja, dann hätte ja ihr Vaterland den Krieg verloren. Ganz ehrlich, da kannst du nur kotzen. Und das finde ich halt dann irgendwie, finde übrigens da übrigens auch, das muss ich auch mal sagen, also dass ich da auch medial kaum drüber aufgeregt wurde, das finde ich noch mehr zum Kotzen. Das ist nochmal ein nächster Punkt. Und wenn du dann halt eben siehst, wie so eine Dame hier dann einfach trotzdem weitermacht, das ja, ist für mich einfach aller Ehren wert und verdient höchsten Respekt und zeigt halt einfach, wie tief unten so eine Alice Weidel und das ganze da dazugehörige Pack einfach ist. Das ist für mich die Nachricht 23 gewesen. Ja, Beef, dir stimme ich voll zu. Und auch diese Geschichte mit Alice Weidel und Kriegsende, das mediale Anti-Highlight, in der Tat, dass da fast keine Sau drüber berichtet hat, das hat mich echt genau wie dich angekotzt. Nicht nur berichtet, sondern es auch nicht entsprechend angemessen kommentiert wurde. Also das finde ich ja immer noch. Da haben sich alle irgendwie aus welchen Gründen auch immer zurückgehalten. Der Reporter war nicht in der Lage, da auch nur angemessen zu antworten während des Interviews. Ganz bitter. Ja, also A, keine Sternstunde des Journalismus und B, ich habe das Gefühl, der Prollo möchte was aus seinem Homeoffice sagen. Oh. Ich? Nee, ich weiß nicht, wir sind ja jetzt mittlerweile bei 3 Landesverbänden von dem Verein, die als gesichert rechtsextrem festgelegt wurden. Ja. Die nicht nur gelten, sondern auch offiziell bestätigt wurden. Ja, einer jetzt vor ein paar Wochen erst, ne? Anfang Dezember oder so. Ja, da kannst du echt nichts sagen, wo der nicht einen Anwalt mit drohen könnte. Ach so. Oh. Ja, ich trinke hin und wieder ganz gerne mal ein Milcherzeugnis eines großen deutschen Molkereiunternehmens. Und das tue ich jetzt also tatsächlich nicht mehr, seitdem ich in den Medien. Landliebe darf man auch nicht mehr kaufen. Landliebe? Ich erinnere mich noch auch irgendwie nicht. An der Schule, ging mal irgendwie das Gerücht um. Ja, der Müller ist ein Nazi. Ich habe das, weiß ich nicht, da in welchem Zusammenhang, aber das habe ich nicht weiter hinterfragt. Aber wo auch immer das Gerücht herkam, so falsch war es ja offenbar nicht. Und ist jetzt möglicherweise auch gar keine Neuigkeit. Ja, die haben doch irgendwie, also ich meine, da sind ja dann auch nicht nur wahrscheinlich Sympathisanten, sondern auch finanziell Unterstützer. Ja. Und die haben doch dieses Jahr auch irgend so einen Goldschatz geerbt oder gestiftet bekommen, die AfD. Das von Nazi-Gold. Von Nazi-Gold. Ja, also das liegt ja auf der Zunge. Es ist ja in der Tat dann Nazi-Gold. Ja, ja. Nee, also es ist wirklich so. Also ein irrsinniger Wert. Also von irgend so einem Irren. Was haben die geerbt? Die haben Nazi-Gold geerbt oder was? Gold vom Nazi geerbt. Achso, Gold vom Nazi. Ein gutes deutsches Gold halt. Gold vom Nazi an die Nazis. Aber wer jetzt? Herr Zahngold wahrscheinlich. Nein, nicht die AfD. Die AfD hat von Herrn Müller AfD. Ja, gut. Jetzt habe ich wieder die Laune gesenkt, glaube ich. Ja, verdammte Scheiße. Mit dem Good News Portal. Also, das ist ja ich wollte sagen, also gerade mein Ursprungsartikel und wie gesagt, ist ja dann auch in den Shownotes. Das ist ja die positive Nachricht. Also es gibt ja immer noch Leute, die da, also die, wenn die Frau mit 102 noch den Antrieb und Ansporn hat, das zu tun, dann könnten sie ja vielleicht auch ein paar Jüngere hinkriegen, da mal einen Hintern hochzukriegen. Ja. Also wenn der Podcast hier nicht fliegt in den nächsten 6 Monaten, fahren wir als Inglourious Basterds in den Osten.
Okay. Hast du momentan viel zu tun. Also da frage ich mich bei der Dame, ich kenne die tatsächlich auch aus den Medien und ihre Arbeit und ja, was ja in den letzten Monaten abgegangen ist, das geht jetzt noch mal ein bisschen weiter runter, wahrscheinlich die Stimmung seit Hamas und Co. Man ist mal ganz überrascht, was hier in Deutschland auf offener Straße alles abgefeiert werden darf. Obwohl man hier nichts mehr sagen darf. Und keine Sau, genau. Das sind aber immer nur die, die alles sagen. Die sagen, ist hier keine Meinungsfreiheit. Die verbieten anderen die Meinung, aber selber berufen sich auch gerne drauf. Ist ein Thema für sich. Das Problem ist ja immer, dass, also ich glaube, die haben einfach das Thema Meinungsfreiheit falsch verstanden. Die dachten halt, eine Meinung ist völlig frei von Fakten. Das ist es nicht. Also das, ich finde, eine Meinung sollte sich aus Fakten bilden. Und da geht es ja bei einigen dann wirklich schief. Das ist ganz grässlich. Ja, aber das war, da hatte ich tatsächlich drüber nachgedacht, ob das wohl das Medienhighlight für mich war, im sehr, sehr negativen Sinne und die ganze Berichterstattung. Ich habe aber was anderes ausgewählt, nicht so wohlfühl, viel gut mäßig wie Sommers Good News Liste, aber ja, war auf jeden Fall ein veritabler Gassenhauer, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier bringen soll. Habe ich die Spannung hoch? Da muss ich mal hier. Ich habe da ja was vorbereitet. Zerfetzend. Zerfetzend, ja, pass auf. Ich spiele euch erstmal was vor, damit ihr. Ich meine, das ist jetzt kein Ratespiel, weil wenn ihr da zuhört, dann wisst ihr, worum es geht, aber ist egal. Denn das ist eigentlich die ganze Geschichte auf den Punkt gebracht. Breaking news: More than a week after the Titan submersible imploded, killing all five on board, crews in Canada have recovered pieces of the wreckage and brought them to shore. Ja, die Titan auf dem Weg zur Titanic. Ich finde, das war so, also eben natürlich sehr, sehr traurig für die fünf Insassen, aber das hat auch mich persönlich, und das war ja die Aufgabe, ein persönliches Medienhighlight, das hat mich damals irgendwie so ein bisschen in den Google Newsfeed gezogen und man muss sich in dem Zusammenhang, ich denke mal, ihr wisst alle, worum es gegangen ist, das kleine scheinbar selbstgezimmerte U-Boot, so, was so ein bisschen aussieht wie von Wallace und Gromit, Tauchboot, was dann 3800 Meter tief tauchen wollte zur Titanic und dann einfach irgendwo so plupp in sich zusammengefallen ist. Ich will das jetzt nicht auf eine Stufe stellen, aber das erinnert mich an diesen Typen, wie hieß der denn noch, der mehrfach versucht hat, mit einer Rakete sich hochzuschießen, um zu beweisen, dass die Erde eine Scheibe ist. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber den hatte ich in den Podcast gebracht mit einer Story. Genau. Und zwar an der Karnevalssendung, das weiß ich noch, da saßen wir im Bonanza-Bus vor Ballermanns brennender Mülltonnensiedlung und hatten da so ein paar durchgeknallte Nachbarn noch im Bus. Ja, und das war eine sehr launige Sendung. Und da hat sich noch dieser Künstler doch immer mit den Nägeln in den Hodensack. Genau, der sich am Roten Platz in Moskau seinen Hoden mit dem Nagel festgetackert hat. Das war Respekt. Ach, war das schön. Was für eine unbeschwerte Zeit damals. Aber ich wollte ja eigentlich was zu dem Tauchboot sagen und der medialen Aufmerksamkeit. Denn es war natürlich ganz lange unklar, auch wenn die US-Küstenwache scheinbar schon immer gewusst hat, dass da irgendwie eine Implosion stattgefunden hat und nur nichts sagen wollte. Man hat ja mit hohem finanziellem Aufwand nach denen gesucht und jeden Tag ging quasi so ein Countdown rum. Sie hätten für 96 Stunden Luft und jeder Tag verstrich und man fand nichts und überhaupt, bis sich dann rausstellte, sie sind wahrscheinlich schon direkt wenige Stunden nach ihrem nach ihrer Tauchfahrt quasi verstorben. In einem sehr schnellen und schmerzlosen Tod. Soweit, so gut. Es sind letzten Endes ja sehr reiche Menschen da an Bord gewesen, die sich das überhaupt leisten können, so eine Tauchfahrt zu machen. Und dann kam halt in den Medien auch immer die Diskussion auf, wieso, kann ich mich ja selber auch fragen, interessiert einen das so sehr? Und warum ist da so eine große Aufmerksamkeit und Bereitschaft, auch finanziell was zu tun, während im Mittelmeer die Menschen die ganze Zeit sterben, ertrinken und ganz großes Elend ist, was halt keine Sau scheinbar interessiert. Und du meinst, wer sich da alles zur Rettung aufgemacht hat, wegen alles, der vier Hanseln alles, ja, und die ja, aneinander saufen da. Also, so, ja. Quasi so Tauchtouristen, die einfach so ohne große Not. Weil sie nicht mit ihrer Kohle nicht wissen, was sie anfangen sollen. Das ist ja so der Vorwurf, warum auch immer die das gemacht haben, wenn sie das Geld haben, können sie es ja meinetwegen auch machen, aber es hat halt eine gleich größere Aufmerksamkeit bekommen,
im Vergleich zu halt vielen anderen Krisen überall auf der Welt und auch die Bereitschaft, da richtig, richtig viel Geld auszugeben, war ja deutlich höher, als jetzt hier irgendwelche Rettungsboote im Mittelmeer rumfahren zu lassen. Aber Ben, ich glaube, das stimmt nicht ganz. Also nee, das war in den Medien sozusagen die Frage. Da packe ich auch einen Artikel in die Shownotes und ich wollte es deswegen hier mal so sagen, wie ihr das so seht. Also, lieber Ballermann. Das ist ganz klar. Ich meine, die mussten die retten, weil der eine Typ von denen, der wollte ja unter Wasser mit so einem Zauberwürfel so einen Rekord schrauben. Ja, der 19-Jährige. Ja, der 19-Jährige. Der Sohn von dem Unternehmer. Und das wäre natürlich auch, ist schon wichtig, dass solche Aufnahmen dann auch gerettet werden. Also wenn der dann schon den Weltrekord macht mit den Zauberwürfel, das ist schon wichtig für die Welt. Also das kann ich von daher nachvollziehen. Ja, das stimmt schon. Ja, ja. Ne? Ja. Ja, ja. Okay, aber abgesehen davon, ist es nicht einfach so, dass die Menschen auch am Ende des Tages sind doch News einfach auch Sensationen. Und wenn sozusagen 3 Jahre lang immer wieder einfach Menschen im Mittelmeer ertrinken, aus den Gründen, die alle kennen, ist das so leid einem das tut, ist das halt keine Neuigkeit mehr. Das ist Gewohnheit. Die Menschen tun das dann als Tagesordnung. Ja, dort ertrinken halt die Leute da vor Lampedusa und so weiter. Während sowas natürlich, das hat sowas von Daniel Düsentrieb, da irgend so ein Tüftler fährt mit einem Tauchboot mit so reichen Menschen darunter. Titanic ist eh ein Mythos. Und aber hast du das auch gehört, dass ein ehemaliger Mitarbeiter, der das Boot kannte, der inzwischen gefeuert wurde, wahrscheinlich weil er immer moniert hat, dass dieses Tauchboot nicht in Ordnung sei. Und das wurde, wenn ich mich nicht täusche, gesteuert mit einer Fernbedienung von der Playstation oder Nintendo? Nintendo, glaube ich, ja. Ja, ja. Mehr konntest du ja der nicht leisten. Also ich glaube, der Unterschied ist einfach zu den vielen anderen Toten, die da in irgendwelchen Booten sind. Hier hast du halt Leute, die man vermeintlich kennt. Also das ist halt irgendwie, man kann es personalisieren. Das ist halt irgendwie eine Person des mehr oder weniger öffentlichen Interesses, die dann vorher auch schon mal in der Gala Bunte und Co. unterwegs war. Und die anderen sind halt, ja, Nobodies. Und das ist irgendwie, glaube ich, der Unterschied, dass hier dann ein bisschen, dass deswegen sowas dann, ja, eine andere, eine emotionalere Story ist. Wie auch immer. Ja, ja, genau. Also. Ja, aber wer sich da alles in Bewegung gesetzt hat, wer da in der Nähe war, irgendwelche Schiffe sind dahin und dann, was weiß ich, was alles aktiviert wurde, um die zu retten. Und so ja, weil so wahrscheinlich von denen auch jeder gehofft hat, den Typen oder die Typen zu retten, ja. Und was kriegt man, wenn man irgendwelche Leute aus dem Mittelmeer zieht? Dann bist du Schleuser. Eingriffe, Strafverfahren, nur Strafverfahren, vielleicht ein paar Millionen, das ist tatsächlich so. Ja. Also der Typ hieß David Lochridge, das habe ich gerade gesucht, den du meintest, der da vor 5 Jahren schon vorgewarnt hat und dann als Quittung eben auch schlicht gefeuert wurde. Und auch andere, die schon in dem Schiff saßen, wie der Drehbuchautor Mike Rice oder Reis, hat auch gesagt, wenn du da drin bist, da schwimmt der Tod sozusagen mit. Das hat man dem Teil wohl angemerkt, dass das eigentlich ziemlich zusammengeklöppelt war. Aber trotzdem ist halt das irgendwie Abenteuer. Das hat sowas wie eine tauchende Seifenkiste, finde ich so, wenn man sich das vorstellt. Und gerade, weil es halt nicht so Hightech-mäßig war, war das vielleicht auch Teil der Faszination. Dass man denkt, wie können sich da Leute auch noch für sehr, sehr viel Geld, $230.000 pro Person, in dieses Ding setzen, um für ein paar Stunden da runterzufahren, so natürlich so ein phänomenales Wrack zu besichtigen mit einem Ding, was mit einer Play-Z gesteuert wird oder so. Ne? Ja, das nicht besichtigen. Ja, aber das wundert mich. Ja. Das sieht man ja. Das sieht aber man ja, wenn man da reingeht. So einen exklusiven Tod hast du sonst nicht. Mhm, das stimmt. Aber das mit dem Ding ist auch relativ. Ja, oder? Das Ding hat ja nicht mal Fenster. Du musstest dir das Wrack ja überhaupt auf dem Fernseher angucken. Und nee, es hat ein Loch, nee, ein so Fenster, ein Loch, Bullauge. Ne? Hat so ein Bullauge. Da saß der mit dem Würfel davor. Ich würde sagen, fetten Arsch. Ja, wahrscheinlich wird der Zauberwürfel wird wahrscheinlich irgendwann an den Strand gespült. Genau. Der implodierte Würfel. Aber das ist halt der Unterschied zwischen der Realität und einem Hollywood-Film. Da wäre es natürlich dann irgendwie dramatische Zuspitzung der Ereignisse. Irgendeiner hätte noch einen Opfertod begangen, aber die letzten 2 oder 3 wären dann gerettet worden. Das ist aber leider nicht den so. Den Film gibt es bestimmt demnächst. Einer hätte von außen ein Pflaster noch draufgeklebt auf dem Sessel. Also den Film wird es
bestimmt geben. Allerdings habe ich mich tatsächlich auch gefragt, jetzt wo bekannt ist, dass das ja eigentlich ein relativ kurzes Unterfangen war, was machst du dann? Also filmst du dann so die Suche und jeder weiß ja schon, wie es ausgeht? Oder, du kannst doch die Slow-Mo. Aber das musst du ja. Aber wusste bei der Titanic auch jeder, wie es ausgeht. Also ja, aber da hat es halt anderthalb Tage gedauert. Ne? Hier, die gehen zwei runter. Implosion. Es ist ja gerade diese Spannung ist ja dadurch entstanden, dass du dir die ganze Zeit vorgestellt hast, die hängen da vielleicht bei 3800 Meter auf dem Grund und so. Na gut, so, der eine wollte mal rauchen. Man kann ja noch eine Liebesszene reinbauen und so. Also ist natürlich auch schwierig in so einem, wie soll ich sagen? Ein paar Würfelquallen. Ja. Ah, naja, wir kriegen schon jedes Thema versaut. Ich merke das schon. Kugel- und Würfelfisch. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Alea Ejakta Sund, die Würfel sind gefallen und wir machen jetzt mal wieder eine Good Feel Story. Ja, du guckst mich so an, ich kann direkt gern weitermachen. Du bist ja der Einzige mit positiven Nachrichten. Ja, nein, ich habe auch eine. Achso, ja. Hallo? Nee, pass auf, ich mach's im Gegensatz zu euch chronologisch. Ich habe angefangen mit Silvester, jetzt bin ich bei Ostern. So. Also ich dachte am 2. Januar. Wie man dich kennt. Nee. Da war ein rechtliches Großereignis in Karlsruhe. Das ist unfassbar jetzt. Fängt er hier mit so einem Narrativ hier an, weil der Beef hat zuletzt viel mehr Juristisches gebracht als ich. Aufgepasst. Und aber zwar, kürzer. Ich wollte es auch sagen, aber kürzer. Und zwar was? Sorry, ich ziehe das zurück. Was, nein, doch nicht, ich lasse es. Was war selbstreferenziell zu Ostern? Unsere Oster-Special-Sendung. Jawohl, also definitiv für mich ein... Mit deinen Stinkeiern da. Ein Highlight. Den 100-jährigen Eiern. Ein Highlight des Jahres, unsere Osterfolge. Die Folge 74. Also wirklich eine Weltklasse-Folge. Ich empfehle die jedem, der sie noch nicht gesehen hat oder gehört hat, besser gesagt. Gerochen hat. Beef hat uns auch darüber aufgeklärt, zum Beispiel, dass Männer ihre Unterhosen häufig nicht täglich wechseln. Also sind wirklich ganz, ganz großartige und wichtige Geschichten. Ja, und hier ein kurzer Ausschnitt aus der Sendung. Hört nur. Ich glaube, ich rieche was. Ja, die 100-jährigen chinesischen Eier, die waren natürlich ein auch absolutes Highlight, wo ihr euch geweigert habt. Nee, die waren nicht Highlight, die waren ekelhaft. Eklig. Also die waren wirklich, bisschen, die waren nur eklig. Ja. Es hat ein bisschen gemüffelt, ja. Nein, die sahen auch eklig aus. Also guckt euch mal diese Shownotes an, da haben wir ja ein super geiles Foto. Wow. Von diesem, du hast ja noch einen Eierschneider extra mitgebracht, weil du dachtest, wir legen uns hier so auf die Zunge. Wir hatten 6 von diesen Stinke-Eiern da. Ekelhaft. Ja. Kann man gar nicht schreiben. Ja, die hat er in China bestellt. Genau. Die hab ich natürlich bestellt. Import, Export, China ist ja gar kein Problem, da kriegt man das. Und dann hängen die wochenlang im Suezkanal oder was? Die 100 Jahre. In seiner Unterbuchse. 100 Jahre. Vor allen Dingen, die Dinger sehen aus eher wie Gilet-Eier. Ne? Ja, genau, so gallertartig. Braun, gallertartig und müffeln ein bisschen. Und der Beef wollte die eigentlich auch behalten. Er hat eigentlich Lust gehabt, das seiner Familie zu servieren. Ich wollte sie über die Straße beim Nachbarn in den Garten werfen. Das sind nicht deine Freunde, die Nachbarn. Hey, das ist der eine oder andere. Die beiden sind Nachbarn. Hier, Sameres gegenüber, genau. Aber du musst sie ja gar nicht rüberwerfen, hat wahrscheinlich auch über die Straße gerochen, oder? Das Ding. Also bei uns die große Buche im Garten war sofort entlaubt. Vogelreste drin? So fast geborene. Nee, da hat der Ben drüber referiert, wie in Holland irgendwie ausgebrütete, irgendwie. Halb ausgebrütete. Essen die auch? Küken. Nein, das war eine Geschichte. Nee. Da ist jemand hingegangen und hat in Holland im Supermarkt eine Kiste Wachteleier gekauft und hat die einfach in so einen Brutkasten gelegt. Und irgendwie 3 von 10 sind dann tatsächlich geschlüpft. Genau. Cool. Nein, ja, cool ist vielleicht das falsche Wort. Also, genau. Der Gesichtsausdruck sagt es. Aber ich muss mal hier gerade sagen, die Annegret, die kann man echt einladen. Die hat auch noch ihr ganzen Überbleibsel von der opulenten Weihnachtsparty mitgebracht. Ich sehe hier Dominosteine, Lebkuchenherzen. Das sind ja alles also total selbstgemacht. Hammer, ja. Ich habe keine großen Mühen gestaltet. Ja, ne? Also Annegret ist eine ganz große Bäckerin. Aber ich habe das mit den Dominosteinen mal probiert, 64. Die fallen nicht um.
Okay. Okay, also abschließend, hört euch bitte Folge 74 nochmal an und ich war damit wesentlich kürzer als Beef Rogers. Das stimmt. Und ich möchte jetzt schon mal das Wort des Jahres, zumindest von uns in diesem Podcast, war definitiv Hank Frank, hör gut hin, das Wort selbstreferenziell. Wir haben es so ausgekostet, seitdem der gesagt hat, ihr müsst immer selbstreferenziell sein. So gucken wir, dass wir in jeder fucking Folge irgendwie was Selbstreferenzielles. Ich kannte das Wort vorher überhaupt nicht, bis der bei uns mal zu Gast war. Und seitdem, ja, referenzieren wir immer auf unsere eigenen Folgen. Das hast du jetzt sehr schön gemacht. Ja, sehr schön. Ist mir eine Ehre. Gut. Jetzt warst du bei Ostern. Und? Kommt noch was anderes im Jahr? Ich meine, ich streue das so zwischendurch ein. Ich glaube, der Sammer, so wie ich den kenne, heute ist ja der 31.12., der will heute noch selbst hier für ein abschließendes Medienhighlight sorgen. Ich glaube, der zieht gleich blank oder irgendwas Verrücktes, live bei YouTube, irgendwie sowas macht er. Mütze, Glatze. Er hat eine Granate dabei. Ja, schön. Oh. Oder ein Zauberwürfel. Aber wenn wir jetzt so gerade auf so einem positiven Ton unterwegs sind, Ballermann, du hast doch jetzt versprochen, du hast auch was ganz Tolles. Es gibt ja mehr, als man denkt. Ich glaube, man vergisst das bloß. Also eins, was ich cool fand, ist, der Henry Kissinger ist ja verstorben, ne? Oh ja. Auch 100 Jahre alt. Der hat ja auch nicht immer nur positive Seiten gehabt, der Kerl. Aber was ich schon cool fand, der hat ja damals, ist er ja nach China gereist und hat letztendlich damit den Weg geebnet, dass dieser verdammte Vietnamkrieg irgendwann mal endet. War das auch 2023? Ja. Wusste ich gar nicht mehr. Ja. Der Vietnamkrieg, nee, der war früher, aber das Kissinger. Das Todesereignis, ja. Naja, auf jeden Fall. Und was ist da so positiv, dass der Tod ist? Das Geile war, dass der eigentlich ein paar Monate vor seinem Tod nochmal nach China geflogen ist. Da wurde er eingeladen und mit höchsten Ehren und höchster Anerkennung wurde da empfangen. Ne? Und ich meine, die Chinesen, ich glaube, alles, was aus Amerika kommt, außer vielleicht ein Hamburger, finden die, glaube ich, nicht so geil. Aber den Typen, den haben die echt wirklich Respekt gezollt. Und ich meine, die Lebensvergangenheit von dem Typen ist ja sowieso auch beeindruckend. War ja unter anderem auch mal amerikanischer Botschafter in Berlin, soweit ich weiß. Ja, vor allen Dingen ist der mit 15 aus Deutschland geflohen. Ne? Und war ein großer Bayern, ne? Ja, der kommt ja aus Fürth. Und großer Fürsprecher trotzdem für Deutschland, nach allem, was da gewesen ist. Also passt, reiht sich eigentlich ein, ne? Irgendwie dann doch dann irgendwie verzeihen können. Großartiger Politiker, Stratege und echt ein beeindruckender Mensch. Ne? Also das war auf jeden Fall für mich echt beeindruckend. Also dich hat gerührt, dass der Mann in den 60ern quasi zur Befriedung. Anfang der 70er. Ja, also oder Anfang der 70er. Mich hat berührt, dass in diesen Zeiten, wo diese Rivalität zwischen den USA und China so total ausgeprägt ist. Also trotz des aktuellen Umfelds sozusagen. Genau, dass China diesen Menschen warm willkommen hat, mhm, ja, und mit höchsten Ehren empfangen hat und größten Respekt. Und dass sowas auch noch möglich ist. Ja, mich stimmt nur nachdenklich, dass er 3 Monate tot war. Ja, ne? Aber er ist immerhin nicht aus dem Fenster gefallen. Haben sie dem 100-jährige Eier serviert? Ja, er ist da ausgestiegen und hat dann den Marsch auf Peking organisiert und dann. Die 100-jährigen Eier hat er auch dabei gehabt. Ja, das musst du auch erstmal bringen, ne? Ja. Ich bringe die 100-jährigen Eier mit nach China. Ja, das ist eine Delikatesse. Vielleicht ist er deswegen gestorben. Eier nach China tragen. Eigene Rezeptur auf jeden Fall. Ja, wir werden viel zu männerlastig. Hier, Annegret, du recherchierst doch schon wieder die neuesten Neuigkeiten aus dem Boulevard. Was ist denn das Boulevard-Highlight 2023? Du bist auch unsere Expertin für Yellow Press und Regenbogen. Und nicht entweder der Pocher. Ja, nicht entweder der Pocher. Der sagt, der hat nicht mal auf unsere Diss-Aktion reagiert. Der hatte eigentlich die Aufgabe, sich zu echauffieren und uns berühmt zu machen. Ja, der hat Angst, wir sind eigentlich nur Podcast. Mitbewerber kann der nicht leiden. Ne? Ja. Ja. Stimmt. Aber so Klatsch und Tratsch aus 2023 fällt mir nichts in. Nee. Ich war nicht vorbereitet auf die Sendung. Ich dachte, wir essen nur die Reste von Weihnachten. Dass ich hier quatschen muss, das habe ich irgendwie verdrängt. Ja gut, überlegen wir nochmal. Ich hätte was zum Thema Klatsch und Tratsch und Yellow Press. Auch eine Geschichte kann man fast nicht besser erfinden.
Wer weiß, wer Ada Field Williams ist? Ich nicht. Achso, doch, ich weiß es. Ja. Die Frau von Robert. So, genau. Frau von Robbie Williams. Und Robbie Williams hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, zumindest. Und genau. Und die hat jetzt auch in einem Interview verraten, geht es um Erziehungsratgeber. Also sie quasi hat Erziehungstipps. Und einer ihrer Erziehungstipps, also sie haben vier Kinder gemeinsam, muss man dazu sagen. Und Assis. Genau. Früher hat man ja bei der Bahn dann irgendwie so einen Karnickelschein gekriegt. Also ja. Man konnte dann eben günstig Bahn fahren, aber die Bahn fährt ja nicht mehr. Also das ist ja irgendwie auch schwierig. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Nee, die fahren auch nicht mit der Bahn, sondern fliegen. Hier geht es um Flüge. Und das Schöne ist, sie hat... jetzt ist er wieder mit seinem Stuhlgang. Durch? Ja. Also. Stuhlgang. Sprühwurst. Egal. Emotional damage. Also, die haben ja verschiedene Anwesen in verschiedenen Ländern. Und haben wie unter, du. Ja, fast nicht. Also haben unter anderem, also leben die in London und auch in der Schweiz. Und damit die Kinder nicht zu sehr verwöhnt werden, ist es tatsächlich so, dass nur Robbie und sie in der ersten Klasse fliegen und die Kinder alle in die zweite Klasse müssen. Und das ist tatsächlich der Erziehungstipp, den sie gibt. Also zweite Klasse, wenn man jetzt von der ersten Klasse ausgeht, ist immer noch Business Class. Das finde ich, find ich völlig vernünftig. Das ist doch... Das ist, nee, doch, ist Economy sogar. Ist Economy. Also noch mal schlechter. Das ist eine Zumutung. Ja, genau. Und das ist... Ich hätte die Kinder mit einem Tauchboot geschickt. Ich finde, also wenn du so Erziehungstipps gibst, oder? Aber das passt. Hast du doch passt, den Faden verloren. Schaut euch mal diese verstörende, es gibt ja mittlerweile über jeden Promi und auch B-Promi mittlerweile sogar, und vor allen Dingen über jeden Fußballspieler, eine eigene Fernsehserie, wo dann sein Werdegang dargestellt wird. Und guckt euch mal das Ding von Robbie Williams an. Der Typ ist einfach ein gaskranker Junkie. Und der ist so fertig, also... Unglaublich, ich habe also sowas, das verstört ist das. Müsst ihr euch wirklich mal anschauen. Ja, es ist, ich finde das ja auch, also ich finde das ja auch. Da gibt es ein Doku drüber, ja. Ist, ne? Ja, mega. Gibt ja alle möglichen Dokusätze zwischen über wen auch immer. Aber wie gesagt, ich finde das, der Artikel hier nimmt das auch so ein bisschen auf, dass das dann schreiben, aber ich zitiere mal, aus Millionärinnenperspektive mag die Sitzaufteilung eine Top-Maßnahme sein. Für viele Menschen ist sie jedoch keine Option. Da Fliegen so kostspielig und damit zu einem Luxus geworden ist, träumt die Mehrheit nicht mehr von der Business Class, sondern vom schnöden Mittelplatz. Ganz zu schweigen von der ökologischen Belastung. Blablabla. Bla bla. Wenn das Paar Field Williams seinen Kindern gesunden Bezug zur Realität beibringen wollte, sollte es vielleicht gleich von Ferien im Chalet Abstand nehmen. Stattdessen Urlaub in Winchester oder Rye. Das ist hier, darum geht es letztendlich. Und das finde ich also ein bisschen putzig. Also, dass, wenn Leute meinen, sie müssten da so Tipps geben. Ich habe mal eine Frage an unsere Expertin Ada Field Williams. Williams, wer ist das überhaupt? Die Frau war die, von Robbie ja, aber Williams. War die außer Frau von Robbie Williams zu sein irgendwas der, Schauspielerin? Genau. Oder war die schon vorher erfolgreich? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Also es wird hier nicht erwähnt. Ich wahrscheinlich kann das Model mal. Oder. Also die hat den, also ich habe ja die Serie gesehen, ja. Die Sucht des Bösen, und ich habe es mir angeguckt und die hat den auf einer Party kennengelernt, glaube ich. Und die haben sich irgendwie getroffen und dann sind die, genau, nee, die wurde vorgestellt von irgendeinem Kumpel. So, und dann sind die auf eine Party. Und das erste, was der gemacht hat, also erstes Date, ne, da wo man sich ja so seine Schokoladenseite zeigt, hat er auch gemacht. Der hat sich dann nämlich gleich fett mit Koks zugedröhnt. Ich wollte gerade sagen, oder er hat seine Schneeseite. Aber so richtig. Und sie ist trotzdem bei ihm geblieben. Also das kann man vermuten. Also sie sagte, er sei ein Seelenverwandter. Aha. Gut. So, also ich ein kann, reicher Seelenverwandter. Ich kann ein bisschen liefern. Also sie ist nichts wärst du Schauspielerin. Also sie ist Schauspielerin. Also sie ist auf jeden Fall doof. Also sie spricht auch neben Englisch noch Türkisch, Französisch und Italienisch. Insofern schon mal aller Ehren wert. Hat auch an der Uni studiert, Duke University, internationale Politik studiert. Also ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie nur doof. Also ist klüger als ihr Mann wahrscheinlich. Ja gut, das ist jetzt glaube ich auch nicht so ultra schwer. Also das ist irgendwie jetzt, aber egal. Und wobei, definiere klug. Also ich meine... Also zumindest studiert. Sie ist ja jetzt nicht irgendeine dumme Influencerin, die meint, sie ist wichtig, ja, sondern sie scheint ja was auf dem Kasten zu haben. Das muss ich mal positiv festhalten. Was er vormacht, das ist ja. Egal. Anderes Thema. Auf jeden Fall, genau. Und sie hat
Ja, wo hat sie denn mitgespielt? Also in der Fernsehserie Zeit der Sehnsucht. Die ist gut. Hast du die auch gesehen, Ballermann? Studios. Zeit der Sehnsucht. Das ist doch dein Format. In dem Fernsehfilm Foreplay. Ja, und sie hat mal in einer Folge, das, die habe ich zumindest schon mal gehört, dem Namen nach, in der Serie Two Broke Girls. Yes. Das ist so eine Comedy-Serie mit so zwei mit einer Kellnerin, eine ist finanziell abgestürzt irgendwie und die andere ist, kommt aus dem... Ja, die ist allerdings ganz witzig. Ja. Genau, die ist und da hat sie cool. in einer Folge mal mitgespielt. Da hat sie das Eis verkauft. Ja, genau, wie meistens. Whatever. Und, aber ich habe hier zufällig gerade das Jingle von Foreplay da. Übrigens, ich habe doch gerade von dem ersten Date erzählt zwischen den beiden, ne? Also das ist eigentlich, es hat noch ein Vorspiel, haha. und zwar hat der nämlich direkt vorher, bevor er sich mit der getroffen hat, noch seine Drogendealerin aus dem Bett geschubst. Also mit der hat er halt immer dann vorher noch rumgevögelt und dann hat er sich halt mit der getroffen zum Daten. Also das ruht ja das gut, geh nie ab, mit einer geladenen Waffe zum ersten Date, das ist ja ganz klar. Also sorry, hör mal weg, aber das ist doch... Das weiß man doch spätestens. Als Robbie Williams, der ist Profi, der Mann. Seit Ben Stiller spätestens weiß man das. Und vor allem auf Koks. Ich meine, da bist du ja gemeingefährlich andernfalls. Ein Typ. Ich finde das, ja, das finde ich jetzt sehr professionell. Ich hätte sie jetzt als Schauspielerin eher in Cocaine Bear. Ja, als Bär. Die hat den Bären gespielt. Ja. Ja. Ich hätte noch was Mathematisches, wenn ihr Bock ja, habt. Immer. Ja, und nee. Zwar aus meiner Geliebten. Ja, du kannst ja gar nicht. Udex non calculat. Nimm mal die Hände von deinem Mund. Also die PISA-Ergebnisse Anfang Dezember waren ja eher katastrophal, gerade im Bereich von Mathe. Aber es gibt ja ein Highlight, in, also eine Region in Deutschland, die da hervorsticht, also im positiven Sinne natürlich. Das ist meine geliebte Heimatstadt Wilhelmshaven. Das war so klar. Wie ja alle wissen, die schönste Stadt Deutschlands. So, und da war ich ja auch mal wieder. Und auch da wird in dem ortsansässigen Käseblatt immer über Wichtiges berichtet. Und wir stellen ja im Grunde genommen einen Großteil der Energieversorgung für Deutschland mittlerweile sicher, nämlich 6% circa. Über das neue LNG-Terminal. Und das macht man ja so, da hat man da innerhalb von Monaten so ein riesen Ding aufgezogen. Das ist echt beeindruckend. Auch echt schön beleuchtet. Also wenn man mit einer Frau da mal hinfährt an den Deich und sich da hinstellt, ist super. Aber das machen die mit einem Schiff. Und dieses Schiff, das ist sozusagen vorgeschaltet von so, bei so einem Pier und dann legen da so diese Tanker an. Und diesen Kugel, diesen mit diesen... Ja, aber dieses Cochones, das ist tatsächlich eher so ein Fabrikschiff, ne? Wie Esperanza, Hück Esperanza heißt sie, glaube ich. So, und das ist so ein und die wandelt letztendlich dieses flüssige Gas in ein richtiges Gas um, ne? Dass das auch durch die Pipelines geleitet werden kann. So, das Problem ist bloß, das Erwärmen macht man mit diesem Meerwasser und das muss man dann halt da durch Rohre leiten und wie das halt zum Glück noch in der Nordsee der Fall ist, da leben Organismen. Muscheln und so. Und die stören aber in den Röhren natürlich. Und was macht man dann? Man nimmt Chlor. Man reinigt dann halt diese Röhren mit Chlor. In Australien haben die gesagt, oh, das ist nicht so cool, hau mal ab, fahr mal nach Wilhelmshaven, häng dich da vor ein Pier. Ne? Und das haben sie auch gemacht. Und aber die Mengen eigentlich sind überschaubar, die die einleiten dürfen. Das sind nur 32 Tonnen Chlor ne, pro Jahr. Und ihr wisst ja, ich bin relativ Mathe begeistert, obwohl ich ja Jurist bin, ne? Also ich bin echt Mathe interessiert und ich habe mal geguckt, wenn du ein Schwimmbad 50 mal 10 Meter mit 1,75 Meter Wassertiefe füllst, was würdet ihr so schätzen, wie viel Chlor braucht man da so? Einfach mal so aus dem Bauch. In welcher Einheit? Also Kilo in oder Kilo, was? Kilo, so. Eine Tablette. Ein Gewicht. Ja, ich sag mal. 5 Tabletten. 500 Gramm oder sowas. Kantung. Und du? 5 Kilo. Und du? Kilo. Und du? 8 Kilo. Und du? Ich schaue nicht zu ihr her. Sehr gut. Aber Beef war super. Ich glaube 437,5 Gramm. So. Ah, okay. Also 500 Gramm. So, und jetzt kannst du ja mal ausrechnen. Ja? Also 32 Tonnen gehen da halt im Jahr durch. Wie viele Schwimmbäder könntest du eigentlich damit abfüllen? Ja? Das sind... Warte mal, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben hier. Ja, 64. 73.059 solche Schwimmbecken.
kannst du damit füllen, also beziehungsweise Chlor bestimmen. Ja gut, aber die Nordsee ist ja auch größer. Ja, aber das ist ja das Schöne. Wir können jetzt Chlor mit schön, also eine schöne Badebucht dann jetzt ein. Ja, eben, ja, das ist ja schön. Ich habe ja auch, guck mal, der Ballermann, der hat uns auch was mitgebracht. Der ist ja dann letztens auch mit offenem Mund da durchs Meer geschwommen. Und dann hat er die ganze Zeit so ganz, ganz komisch hinterher gesprochen. ja, das war auf jeden Fall. Was? Mathematisch bemerkenswert. Ja, mathematisch, ich hänge das nur noch mal dran. Ich habe den Artikel gar nicht gelesen. Ich fand das nur so eine schöne Schlagzeile Anfang Dezember im Spiegel zu dem PISA-Debakel mit dem mathematischen Rechnen. Also die haben hier geschrieben, die Überschrift ist, 30% können nicht richtig rechnen. Also jeder Zweite. Ja, ja, ja. Sehr geil. Mega. Also Überschrift, top. Und daneben ist noch ein Bild von Graf Zahn aus der Muppet Show. Traumhaft. Oder aus der Serienstraße. Träumchen. Cool. Da hat der Überschriftenpraktikant wahrscheinlich vom Bild-Unterschriftenpraktikant eine Kiste Bier gewonnen. Ja. Überschrift ist geil. Also traumhaft. Pisa und die Folgen. Ja. Jetzt nicht Italien. Ich habe noch eine traurige Geschichte, so ein bisschen, aber eigentlich irgendwie auch schön. Mal was Positives. Traurig, ja. Ist der Kokainbär gestorben am Ende? Sagt euch der Name Sixto Rodriguez etwas? Oder der Film Searching for Sugar Man. Kennt das einer? Oh ja, großartiger Film. Hast du gesehen? Ich habe den gesehen, so ein Dokumentarfilm, genau, über eine Legende. Wie war das noch? Der Sugar Man, das ist ein Typ, der hat irgendwo in Südamerika oder andersrum. Also in Südafrika. In Südafrika hat er ein Album. Ja, aber er ist aus Südamerika. Oder irgendwie gibt es einen. Es gibt einen Hype. Groß geworden. Ja, der hat irgendwie so eine Country-Platte irgendwas gemacht und diese eine Platte. Ja, Singer-Songwriter, das ist so Bob Dylan-mäßig. Ja, hat sich komplett in Südafrika oder in Afrika irgendwo komplett verselbstständigt. Der ist eine Legende, aber es selber wusste der davon Jahrzehnte gar nichts, dass der so eine Legende ist. Doch, der wusste das schon. Nur, der ist im eigenen Land, arbeitet er in so einer Abbruchfirma. Der macht so Häuserabrisse und sowas und macht aber auch Musik. Und so Texte über Apartheid und sowas. Und ist in Südamerika total groß. Der füllt da Stadien. Ach, Südamerika, genau. In Südafrika. Ja. In Südafrika füllt er Stadien. In Südafrika. Ja. Und die rollen ihm da echt einen roten Teppich aus. Und zu Hause reißt der Häuser ab. Der ist dieses Jahr gestorben im August mit, ich weiß nicht, wie alt war der? Oh Gott, weiß ich nicht. Er war ziemlich alt. Wie heißt der Film? Sugar Man? Searching for Sugar Man. Und ich habe mir die Musik tatsächlich mal angehört und ja, ihr kennt mich, ich höre ziemlich derben Metal, aber ich bin ja abwärtskompatibel. Aber nein, es ist echt, echt sehr schöne Musik eigentlich so. Also kann man sich gut reinlaufen lassen. Und ja, das hat mich, ich war ein bisschen traurig, als ich gehört habe, dass der gestorben ist und dass der irgendwie so, ja, nicht so wertgeschätzt wurde, wie er es eigentlich verdient hätte. Das war ein super netter, bescheidener Mann, der immer hart gearbeitet hat und ja, ist jetzt von uns gegangen und ja. Wieso in Südafrika? Warum in Südafrika? Ja, da gab es die sind auf die Texte abgefahren halt eben und auf wegen Apartheid. Wegen der Apartheid überhaupt. Das war auch tolle Musik. Ist das darüber geschwappt? Woher wussten die das? Die haben, ja, die Platten sind da rausgekommen. Ja, irgendwie sind die da gespielt worden und das hat sich komplett verselbstständigt. Und er hat ich habe die Doku vor 2 Jahren oder so gesehen. Ja, ja. Der hat das am Anfang tatsächlich nicht gewusst und dann hat sich halt irgendeiner auf den Weg gemacht und hat nach dem Kerl gesucht. Genau. Und ich glaube, das haben die auch in dieser Doku ein Stück weit begleitet. Genau, in der Doku und wurde gesagt, der hätte sich auf der Bühne umgebracht. Genau, das war so eine Legende, der ist halt ein verstorbener Typ. Und irgendeiner sagte, nee, den gibt's doch noch. Und dann haben die sich halt auf die Reise gemacht und wollten den halt auch dahin holen, genau, zu einem Konzert. Und haben den dann da bei dieser Abrissfirma, glaube ich, sogar auch ausfindig gemacht. Genau. Und da hat er dann gesagt, kommt mal mit, wir fahren da mal hin. Genau. Was wollen die mit meinem alten Vater da? Und so, ja, komm, fahren wir mal mit. Und so. Und dann sind die da empfangen worden. Wie Superstars. Tausende von Menschen am Flughafen, ein roter Teppich. Und dann hat er da Stadien gefüllt. Und dann war das vorbei. Und ist wieder ein Haus, hat er wieder Häuser abgerissen. Hm. Und hat er seinen Kollegen da auf dem Handy gesagt, hier, guck mal hier. Und so. Und dann haben die gesagt, wer bist du das? das kann doch nicht wahr sein. Und so, ja, wow, das mache ich auch so nebenbei. Bisschen Musik. Ja, ein bisschen Musik so.
Also, unglaublich. Nee, das, also neben Kokainbär ja, oder Cocainebär, das ist der zweite Tipp für anzugucken. Morgen ist ja, ne, Ausschlafen angesagt, Kater. Da kann man einen schönen langen Videonachmittag machen. Hier Netflixen. Wie heißt es? Binge-Watching. Außer der Sammer, der ist wieder um 6 Uhr auf. Frühsport. Was? Jetzt, ja. Wir haben Besuch. Was ist denn da los? Der Reinhard? Der Rainer. Hi. Reinherr ist da. Ich wollte kurz auf eine Stippvisite vorbeischauen. Ja, du bist ja ganz früh unterwegs. Hier in Hamburg. Ja, ich weiß, ich weiß. Wir haben dich ja schon vermisst. Ja, jetzt bin ich da. Was machst du denn am Silvestertag in Hamburg, du Verrückter? Weil heute ist ja Silvester, ne? Musst du wissen. Ja, ach so, ja, ach, hier knallt. Ja, ich muss gerade, ich sitze im Auto und kurve hier gerade durch so eine regennasse, nachtschwarze Stadt. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen. Ja, und wie geht's? Habt ihr schon viel gesoffen? Ja, also wir sind ganz kurz vor der Eskalation. Vielleicht kann der Sammer jetzt gerade mal den Special-Effekt einschalten für den Rheinherr, den wir vorbereitet haben. Ich hoffe, du siehst das. Und das andere Licht vielleicht einmal ganz kurz aus, daneben den Schalter. Warte, dann muss ich. Guck mal hier. Ah, guck mal hier. Jetzt. Wow. Ja, das ist wie St. Pauli, die Alter. Disco-Kugel gerade laufen. St. Pauli. Geil. Ja, sehr schön. Der leuchtende Zauberwürfel. Ja. Das ist schön, ja, ne? Der hat immer hängen. Aber wir haben uns gerade hier so ein bisschen die letzten anderthalb Stunden oder ja, jetzt eine knappe Stunde unsere Jahreshighlights erzählt, mediale, teilweise auch sehr persönliche. Was wäre denn das für dich so im letzten Jahr gewesen, außer der Schleimsendung mit Voll in die Presse, wo du ganz groß rausgekommen bist? Also persönliche Highlights jenseits Voll in die Presse. Ja, gibt nicht viele, aber denk mal ganz scharf nach. Da gibt es nichts. Ich erlebe sonst nichts. Nein, soll ich persönlich werden? Nee, du bist ja eigentlich vom Fach. Ich meine, keiner ist so nah an den Medien dran wie du beruflich. Ja, aber mein persönliches Highlight ist, dass ich drin geblieben bin bei Geo. Okay. Und nicht rausgeschmissen wurde. Anders als wir hatten schon die Geschichte von den Druckern, die rausgeflogen sind. Also du, ja, das hast du letztes Mal ja so anklingen lassen. Du darfst weiter über den Mausbär und Co. schreiben. Aber das mediale Highlight müsste doch hier unsere gemeinsame Schleimsendung gewesen sein. Ja, ich habe ja gesagt, Voll in die Presse ist das Highlight. Aber ich sollte jetzt noch irgendwas anderes sagen. Deswegen habe ich das mal rausgekramt, dass ich quasi weiter über bestimmte Themen berichten kann in der Geo, aber online. Unter anderem auch, wir hatten ja Tiere, ne, auch in den Sendungen. Und zwar ein Artikel über Rüsselspringer. Ja? Ich weiß gar nicht, ob ihr darüber mal berichtet habt, Voll in die Presse. Ansonsten wäre das nochmal eine eigene Sendung wert. Eigene Sendung nur über Rüsselspringer. Über Rüsselspringer, das klingt wie eine Geschlechtskrankheit. Tut mir leid, aber... Ich liebe Tiere. Ich hatte mal Würmer. Ja, also es sind Tiere, die Geschlechtskrankheiten übertragen. Ja. Die Rüsselspringer. Ja, schön. Warum wohl? Ja, okay. Vielleicht verraten wir jetzt noch nicht so viel, sonst ist schon der ganze Zauber von 2024 weg. Ja, also ja, ich fände es auf jeden Fall, sag mal, nehmt ihr das eigentlich jetzt auf? Ja. Das ist quasi live. Du bist live in der Sendung. Okay, ja, krass, ja. Ja, vielleicht darf ich ja nächstes Jahr nochmal Gast sein. Das würde mich sehr freuen. Ja, auf jeden Fall. Also da ist, glaube ich, noch einiges, was versendet werden muss, was auch ausgesprochen ist. Es braucht immer einen Mutigen, der diese Wahrheiten noch ausspricht. Auch das Problem, was Rüsselspringer sozusagen in die Betten dieser Welt trägt. Was meldet ihr da, Yoga? Oder? Ja. Ja.
ist denn eigentlich hier in dem Zoom, ich bin jetzt wirklich, das ist jetzt echt so zwischen Tür und Angel, ist da noch jemand anders drin in dem Call? Ja, pass auf, ich stelle dir nochmal ganz kurz die Runde vor, weil es jetzt schon auch ein bisschen länger für die, die jetzt sich erst einschalten im Podcast, auch nochmal nachträglich. Also mit dir im Zoom-Call ist der Prollo Ferrari, weil der wieder irgendwo an der Zoom-Taste gelutscht hat. An der Corona-Taste, sorry. Auch Rüsselspringer. Der hat einen Rüsselspringer kennengelernt. Und jetzt hat er so ein fieses Kratzen im Hals. Dann haben wir hier, das siehst du jetzt wahrscheinlich bei der Beleuchtung recht schlecht, aber wir haben, ich drehe es mal ganz kurz, wir haben hier die ganz wunderbare Annegret sitzen. Ah, hallo. Ja, eine Legende auch, eine absolute Legende. Schon zu Schulzeiten war sie eine Legende. Und dann haben wir... Genau. Die hat den Mathe-Nobelpreis schon in der 11 gewonnen. Dann haben wir den abgewählt. Kein Friseur, das ist der hier mit den kurzen Haaren, und den Karl-Heinz Ballermann, über den wir häufiger mal gesprochen haben, wenn du den Podcast hörst, meistens negativ, und der hat sich trotzdem heute nochmal hergewagt, und den Rest kennst du natürlich, also hier, ne, hallo. Ja, sehr schön. Hallo in die Runde. Ja, ja. Moin. Und der Rheinherr, das ist tatsächlich auch mein Nachbar hier. Wir sind hier, wohnen hier Tür an Tür. Der ist eigentlich ganz nah, aber beruflich ist er halt immer in Hamburg unterwegs. Und das an Silvester. Und das an Silvester. Das ist ein Field Reporter. Ja. Der macht gerade eine Reportage über das Silvesterfest der Rüsselspringer. Der guckt jetzt so, wie die das so begehen, weil die schießen dann auch so lustige Raketen da mit den Rüsseln ab. Silvester ist das Fest der Rüsselspringer. Sollte man sagen, ja, neben Karneval. Das Rüsselfest. Immer vor Ort, immer ganz nah dran. Immer am Körper, ja, ja. Ja, echt schön, echt schön. Ja. Ja, also ich muss leider, deswegen nur eine Stippvisite, aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe, einmal reinzuspringen, rüsselartig. Ja. Ich wünsche euch noch einen super Abend. Und kommt gut ins neue Jahr. Danke. Aber Rainer, darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja. Was hältst du jetzt eigentlich davon, dass die bei euch, du wohnst ja beim Ben auch, dass die jetzt eure Straße in Karl-Heinz-Ballermann-Straße umbenennen wollen? Also ich würde sagen, endlich mal ein passender Name. Ja. Ja. Wir haben ja den Antrag selber eingereicht bei der Stadt. Ja. Sehr, sehr passend, und ich drücke die Daumen. Ja, nee, die haben schon bei dir vom Haus den Sand aufgeschüttet für das Beach-Feeling. Da liegen auch schon Alkoholleichen, benutzte Kondome und Scherben überall rum. Also es ist toll, toll, die Ballermannstraße. Ja, ich meine, wir wollen uns ja auch alle zu Hause fühlen in der Sitzung. Ja, richtig. Wenn erst die 60-Meter-Statue aufgebaut wird, das wäre ein Träumchen. Und die Mülltonnen brennen. Genau. Ja, also dann im neuen Jahr bist du wieder auf jeden Fall persönlich am Start. Das macht noch mehr Spaß. Aber geil, dass du jetzt hier so live vor Ort, unser Mann in Hamburg, einmal reingeschneit bist. Genau. Ich verrüssel mich wieder, und bis ganz bald. Ne? Bis bald. Mach's gut, mein Lieber. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss. Idiot. Ja, hervorragend. Haben wir den auch noch reingekriegt. Sehr gut. So, noch irgendwelche Storys offen, oder hier, der Beef hat eine große Eskalation angekündigt. Ich warte noch, der Sommer wollte sich noch ausziehen und das mediale... Ich kann darauf warte ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann gleich das nächste mediale Ereignis, das geht ja bei mir immer sehr schnell, ja, im Gegensatz zum Beef. Aber vorher wollte ich noch zu dem, weil die Geschichte mit dem Tod mich bei dem Musiker daran erinnert hat. Ich war auf Lanzarote im Herbst, und da gibt es einen Künstler, dem haben sie sogar schon zu Lebzeiten eine kleine Bronze, glaube ich, Statue da gewidmet. Und da ist es tatsächlich so gewesen, also entfernt Bekannter, der lebt da, da hat sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen rumgesprochen, dass er gestorben wäre. Und dann hat sich das ganze Dorf da, haben da alle mehr oder weniger, nicht gefeiert in dem Sinne, gut, dass er tot ist, sondern haben sich halt getroffen und sozusagen angestoßen und alles, genau, und so weiter. Dabei saß der oben, der wohnt am Berg, hat ganz normal seine
Töpfereien und all den ganzen Kram, hat es irgendwann der Bekannte hingefallen, du lebst ja noch. Also, das, ja, das lebt ist, noch. Das, solche Geschichten gibt es anscheinend tatsächlich. Ja. Also wird die Beerdigung schon gefeiert, da sitzt er da oben noch ganz quick. War das während du da warst oder ist das so eine Legende? Das ist keine Legende, das ist nicht allzu lang, bevor ich da war. Ich weiß nicht, in den letzten ein, zwei Jahren ist es oder wahrscheinlich gewesen. Mhm. Ne? Also witzig. Irre, gibt's, also diese Storys gibt es tatsächlich anscheinend nicht so selten. Ich habe mal, bevor du loslegst, weil ich weiß, dass wir hier viele vorreden. Ich habe noch eine Frage. I can't take this much longer. I gotta have a beer. Are you ready? Ja, mega. Mega. Mehr Bier in kürzerer Zeit. Ja, so. Uns läuft uns die Zeit davon. Ja. Der Beef hat eine Eskalation angekündigt. Also, machst du schon mal ein Bier warm, Beef? Ja. Also während der Beef jetzt das Bier holt, mit dir eskaliert wird ordentlich... Ganz kurz nur eine Story. Ich habe ja wirklich nur positive Storys mit. Es war, glaube ich, im Sommer. Es war, glaube ich, mitten im Sommer, dass. Ich war 16. Ja, genau. Dass mitten in. Und 1,31. Ich bin ein Rüsselspringer. Mit einer rumänischen Wanderwarze. Und es war Sommer zum ersten Mal im Leben. Ledermaffei. Eine murränischen. Ledermaffei. Wanderwarze. Wanderwarze, genau. Ja, was war im Freundy. Sommer? Ich glaube, wir sind nicht seriös genug für genau, dich. Oder? Genau, im Sommer war plötzlich in Brandenburg. Es war Sommer. Ein Löwe gesehen worden. Oh, ja. Die Geschichte fand ich auch unglaublich geil. Es war eigentlich relativ frühzeitig klar, dass es nicht ernsthaft ein Löwe sein kann da in Brandenburg. Aber trotzdem wurde irgendwie gefühlt wochenlang nach diesem Löwen gesucht. Bis dann irgendwann mal ein paar Typen, die sich wirklich auskannten, sich die Bilder angeguckt haben und gesagt haben, ey, Mama, das ist einfach nur ein Wildschwein. Und... Aber das ist doch, der vermeintliche Löwe ist doch in irgendeine Wildkamera gelaufen, oder? Das war doch, man hat doch nur so ein schemenhaftes Bild gehabt und das Bild sah tatsächlich irgendwie so. Nee, es war ein bisschen anders, das, also oder, zumindest das. Aber das, am Ende hat man immer in den Medien so eine ja, eher so einen Schatten gesehen. Es gab ein Foto von einem Augenzeugen. Es gab ein Foto von einem Augenzeugen und das wurde immer gezeigt. Das war aber auf eine gewisse Entfernung und es war irgendwie so ein bisschen hinter einem Busch. Es war insofern, hast du recht, ein bisschen schemenhaft nur zu sehen. Und vielleicht war es mit ein bisschen Fantasie durchaus einem Löwen ähnlich, aber ich fand es schon erstaunlich. Die Eskalation geht los. Dass dann ein Experte irgendwann herangezogen wurde und gesagt hat, ganz klar kein Löwe. Und aber da braucht man irgendwie Wochen für. Fand ich eine geile Story. Ja, es war eine typische Sommerloch-Story. Tut mir leid. Also, genau. Das ist ja, wir sollten mal, das wäre doch mal eine Idee. Wir könnten ja nächsten Sommer mal eine Sommerloch-Special machen mit den besten Sommerloch-Stories der letzten 20 Jahre oder so. Weil die hatte ja doch immer auch schon so mal blaue Frösche. Löwen und blaue Frösche. Blaue Frösche in der S-Bahn. Da hat einer Frösche angemalt. Nee, wir hatten ja, so eine Kröte haben die angemalt. Genau. Wir haben, also Tiergeschichten haben wir immer wieder. Und lachenden Käse, lachenden Bankräuber und überhaupt alles lacht. Stinkende Eier. Ja. Ihr könnt doch mal sagen, dass in der Karl-Heinz-Fahrermann-Straße ein Alligator freilaufen. Erinnerst du dich nicht mehr an unsere letzte Folge? Käse? Der Mann, der lacht, der Käse, die der KI, lacht. Die KI, die behauptet, unsere drei besten Folgen wären der Mann, der lacht, die Kuh, die lacht und irgendwie noch was anderes. Käse. Der Käse, der lacht. Käse, der lacht. Das ist schon sehr schön, ja. Naja. Okay, also das war die dritte Geschichte, da sind wir jetzt im August das gelandet. Wort. Das Wort, du hast nee, nichts doch, mehr aus dem Dezember. Ich hab noch eine vierte Geschichte, aber die kommt später. Ja, Annegret, ich mache ein bisschen Sorgen, denn wenn du nicht Eierlikör willst, was würde dich denn ansprechen? Eierlikör. Na komm, dann her. Ist aber der aber billige von Rewe. Ich muss noch fahren. Der billige von Rewe. Nur weil du da dein eierwarm Spezial Lumumba... Wie hieß er noch? Bordalino? Bardolino? Borderline. Borderline, genau. Bordello. Genau. Bordalino. Bombardino, ja. Okay. Ich wollte noch mal ein bisschen Housekeeping machen. Hier das Pietra aus Korsika
muss ich gestehen, ich habe 2 Flaschen jetzt getrunken in der letzten halben Stunde. Die erste halbe Flasche hat mir gar nicht so gut geschmeckt. Da habe ich irgendwie gedacht, so dieses kartoffelige, was war das? Irgendwas? Kastaniengedöns, das ist ja nicht meins. Käsige. Aber dann wird es echt besser. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wenn das ist so wie mit Guinness. Die ersten 3 sind und dann über den Punkt bin ich nie hinausgekommen. Nee. Ich habe immer Kilkenny getrunken, weil ich das halt nicht packe. So Guinness ist so wie, kann ich auch einen Aschenbecher mit Wasser aus. Genau, denke ich auch immer. Das ist halt ein Suchtfaktor. Also ehrlich, das sind so kleine Flaschen. Ich wollte gerade sagen, das sind halt die Trainingshülsen, ne? Ist nicht viel drin. Und dann schmeckt, also die zweite Flasche war vom ersten Schluck dann auch richtig lecker. Also cool. Und jetzt haben wir hier ich zumindest, der Beef, der bringt ja immer gerne so ein Potpourri mit. Ich habe ein St. Georgens Bräu Landbier, eine Bierspezialität aus Bayern. Genau, das hat kein Friseur, hat das auch, genau. Ja. Und der Herr Ballermann und ich haben das gute Flötzinger. Mhm. Flötzinger, ein Wiesenmärz. Das hört sich aber, Flötzinger hört sich an wie Durchfall. Wie Durchfall. Ich schaue einen Flötzinger. Also Flötzinger ist gibt's auch nicht überall. Kennst du das, Annegret? Ja, habe ich schon gekauft. Beim Getränke Daniels auf der Königswinterstraße. Und dann Housekeeping, die zweite. Du hast doch in der Folge Yellow Press, ich weiß nicht mehr, war das 88? Ich hätte es auch heute mitgebracht. Hast du das Medina oder wie heißt es? Messina. Und das hast du mir ja die letzten 2 Flaschen geschenkt. Yes. Die hatte ich hier ein paar Tage im Kühlschrank und meine bessere Hälfte, die mag ja überhaupt kein Bier, aber die sagte, boah, das sieht so geil aus, das ist so schön, dieses Bier, das würde ich sogar trinken. Auch, ja. Also über die Optik auch so fürs einfach. Auge fand ich es auch sehr schön, ja. Ich mag auch kein Bier. Also das kann man auch sehen. Wie kann man denn so leben? Mit Eierlikör. Ah. Eierlikör. Alles. In diesem Sinne. Prost. Chin, chin. Und wie man den Beef kennt, während der Herr Ballermann hier so die kleinen Trainingshülsen mitbringt, ist das jetzt hier schon, würde ich sagen. Das ist reell. Ja. Das ist interessant. Aber ist aus Bayern gesehen auch nur ein halbes Maß. Also insofern. So kriege ich wollte gerade sagen, nur Frühstück. Fingerhut von zwischendurch. Espresso quasi. Der Espresso unter den Bieren. Ja. Oh, ich glaube, der Prollo ist eingeschlafen. Der macht wieder Yoga. Ja ich habe meinen Pfefferminztee hier mal genippt und die Nase ist jetzt langsam zu. Also das ist schon ich werde völlig jetzt hier gleich, lull. Nur noch irgendwas vor mich hin lallen, genau. Oh Mann. Ist der Rüssel zu? Rüssel ist verstopft, ja. Der Rüssel ist, ich brauchte so einen, wie hieß der Rüsselputzer? Springer. Ja, vielleicht hilft das ja. Ja, der saugt dir die Nase leer. Oh. Ja. Kopfkino. Ja gut, gibt es denn noch Geschichten? Sonst können wir auch einfach den Prollo ins Bett entlassen und das Mikrofon ausschalten. Um weiter zu eskalieren, ist ja auch bald Mitternacht. Silvester naht in ganz großen Schritten. Und bevor wir da hingehen, müssen wir natürlich noch wenigstens eins, ich habe so viel vorbereitet hier, wenigstens noch eins von denen machen, weil du es eben hattest, zum Beispiel den Sir Toby. Sir Toby! Cheerio, Miss Sophie! Ja. Oder den Mr. Winterbottom. Dear Mr. Winterbottom. Well, here we are again, the old love is to me and the last. Ich bin mir sicher, ihr habt es heute alle schon gesehen. Dinner for One. Draußen knallen sie schon wieder. Ja. Oh, draußen knallen sie schon. Ich glaube, das sind die Ladykracher. Ich bin der Erste. Draußen knallen sie schon. Meine Fresse. Geplatzte Herzen. Also, ich würde sagen, mit diesem Feuerwerk der Emotionen verabschieden wir uns in ein neues. Der Ballermann hat da noch was. Ja, ich hab tatsächlich, weil ich fand das so nett, dass ihr mich heute eingeladen habt, nach dieser langen Zeit. Hast du einen Brief geschrieben? Ein Gedicht? Nein, ich hab mir ChatGPT runtergeladen. Ja, und hab gedacht, okay, komm, ChatGPT, dichte doch mal ein schönes Dankelied. Und das möchte ich euch jetzt auch vortragen. Ja, bitte vorsingen dann auch. Selbstverständlich. Ja. Aber am liebsten ist Mikro. So. Also, das geht nämlich so, das Lied. Danke für die Sonne, die den Tag erhält. In unserer Welt, wo die Liebe schneller schwellt. Träume uns entführen, hoch hinaus so weit. Danke für die Freundschaft, die immer bleibt. Strophe 1.
In jedem Augenblick, wow, ein Geschenk des Lebens, Dankbarkeit, die unser Herz erhebt. Für die kleinen Wunder, die uns umgeben. Danke für die Hoffnung, die uns immer bleibt. Ich brauche mehr Eierlikör. Danke für die Sonne, die den Tag erhält. In unserer Welt, wo die Liebe schneller schwellt. Träume uns entführen, hoch so weit. Danke für die Freundschaft, die immer bleibt. Du beneidest mal die Leute mit dem Hörgerät. Wunderschön. Das kommt in Südafrika ganz groß. Ja, das ist ganz schön. Danke, ChatGPT. Ich habe auch ein Lied für dich dabei. Ja, das passt. Besser kann man die Jahres-Highlight-Sendung nicht beschließen, als mit diesem selbst vorgetragenen, auf der Maultrommel begleiteten Bestseller-Highlight des Jahres 20. Ah, einen schönen, ja, Rutsch mit dem Buckel runter. Ja. Ich sag nichts mehr, wir sind raus. Tschö. Tschö. Gutes neues Jahr. Frohes neues. Und tschüss.